Und wenn alles gut geht und die neugestaltete Ausstellung in den Teilen, wo sie fertig sein kann, entsprechend unserem Museumskonzept. Ich habe hier schon eine Woche vorher dabei, warum wissen es. Am 1.7.2016 wir hoffen, dass unser Termin bleiben kann. Wir sind auch im Bereich der Neugestaltung des Brühl ein Stück voran. Im Moment ist natürlich von Neugestaltung wenig erkennbar. Im Moment ist es eher eine Ackerlandschaft, wo man bei Regenwetter ohne Gummistiefel kaum auskommt. In der 10. Kalenderwoche wurde in den Auskopplungsarbeiten im Straßenbau an Dummherrenstraße in Richtung Kreuzungsbereich der Apotheke begonnen. Im Gehwegbereich müssen noch die Verlegungen der Mittel- und Widerspannungsleitungen sowie die Verlegung der vorhandenen Telekom-Trassen erfolgen. Seit dem 1. März wird auf dem gesamten Baufeld abschnittsweise Flächengrabungen unter Leitung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie durchgeführt. Was nach deren Freigabe kann hier um die Straßenbau begonnen werden. Bis Dezember 2016 sollen durch die Firma Straßen- und Tiefbau GmbH Klosterfeld der Mischwasserkanal, Gas, Wasser, Stromleitungen und Beleuchtungskabel neu verlegt und die Straße, Gehwege und der Platz grundlegend ausgebaut sein. Die Maßnahme wird komplett natürlich vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Halle archäologisch betreut. Auch an der Schützenstraße haben wir die Sperrschilder gesehen. Das Gemeinschaftsbauvorhaben mit dem eigentlichen Abwasserbeseitigung Zeitz, Stadtwerke Zeitz, GmbH in der Stadt Zeitz, wird an die Meliorationsstraßen und Tiefbau GmbH Leiter abgegeben. Mit der Realisierung des Vorhabens wurde am 22. Februar begonnen und sollte bis November 2017 abgeschlossen sein. Die Schützenstraße im ersten Bauabschnitt wird im Bereich zwischen Brücklitzer Straße und Alzbeke Straße einschließlich der beiden Knotenpunkte Schützenstraße, Brücklitzer Straße und Schützenplatz und Schützenstraße, Alzbeke Straße, Grundhand ausgebaut. Im Zuge des Bauvorhabens werden Regen- und Spritzwasserkanäle, Stromleitungen, Gas- und Wasserleitungen und Kommunikationsleitungen neu gelegt. Der Knotenpunkt am Schützenplatz wird als Kreisverkehr und die Kreuzung Schützenstraße, Alzbeke Straße als Knotenpunkt ohne andere Regelungen gestaltet. Die Vorbereitung befinden sich bei der Bauvorhaben. Dazu gehört die Gemeinschaftsbaumaßnahmen mit dem eigentlichen Abwasser in Stadtwerken Zeitz GmbH, Regen mit Bogenland GmbH. Der Ausbau Weißenfelser Straße, 1. bis 3. Bauabschnitt. Vorbereitung befindet sich auch der Gehweg Deutsche Straße in Ostteil-Durchwitz im Rahmen der Hoferneuerung, die Deckensanierung der Leipziger Straße, Zeitzer Straße in Ostteil. Zangenberg und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung gemeinsam mit der Regnet in Zeitz, in Kaina und in Lugenau. Meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, trotz mehrfacher Mahnungen, Nachfragen, ja selbst unerbittlichen Nachdrucks, hat die Landesstraßenbaubehörde bis heute nicht zu Wege gebracht. Alternative Mühlgrabenbrücke zu ertüchtigen. Die von mir geführten Baugestaltungsgespräche mit den Eigentümern, die alle schon mal bei mir unterschrieben hatten, wurden vom NSBB aus formalen Gründen verworfen. Die mir genannten Gründe waren und sind nicht stichhaltig. Kann mich das Eindruck nicht erwehren, diese Brücke war von der NSBB Niederlassung Süd nie in deren Verantwortung gewollt, als unabhängige Behörde interessiert sie wahrscheinlich, das ist vielleicht auch etwas aufbauen, kein Ministerpräsident, kein Bauminister, die mein Beisein dort angerufen haben. Sie arbeiten nach ihrem Plan, für Zeit heißt es keine Zukunft. Aufgrund der jüngsten Erkenntnisse in diesem Thema war es dennoch richtig, dass der Stadtrat beschlossen hat, dass diese Aufgabe vom NSBB umzusetzen ist. Wir hätten erheblichen finanziellen Schaden genommen. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir bei den wichtigsten Beschlussfassungen zusammengestanden haben. Wir das insofern erläutern, man hatte uns ja 34.000 Euro Abstandssumme angeboten, wo wir hätten bauen können. Die eigenen Kostenschätzungen jetzt des NSBB sind bereits bei 780.000 angekommen.
Fachbereich Recht und Ordnungswesen, Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz. Im Januar 2016 wurde die Feuerwehr statt 2 zu 63 Einsätzen alarmiert. Am 29. Februar erfolgte die Endabnahmeübergabe des TNF 4000 bei der Formazie in Mühlheim. Das Krankenwagenfahrzeug wurde am 10. März offiziell in Dienst gestellt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Stadträtinnen und Stadträtinnen, die OB-Wahl ist vorbei. Ich bin sicherlich enttäuscht, dass das Wahlergebnis nicht unsere gemeinsame Arbeit der Zeit, Stadtrat, Oberbürgermeister und Verwaltung widerspiegelt. Ich danke aber den fast 5000 Wählern, die mir das Programm aussprachen. Darunter sind viele Mitglieder dieses Hauses. Mehr als 2/3 der Stadtratsmitglieder hat sich für eine erweiterte gemeinsame Zukunft der Zeit mit mir ausgesprochen. Herzlichen Dank. Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler haben sich für ein Team entschieden. Ich hoffe, dass es ihnen gelingt, sich ganz unvoreingenommen und sehr engagiert für diese Stadt mit Erfolg einzusetzen. Da dies heute mein letzter Tätigkeitsbericht sein wird, erlaube ich mir, noch einiges zu den verbreiteten anderen Meinungen anzumerken. Erstens, ich habe an einer DDR-staatlichen und universitären Einrichtung der DDR bei einem ordentlichen Auswahlverfahren sicherlich mit eingeschränkten Zugangsvoraussetzungen im Fernstudium diplomiert und extern promoviert. Wissenschaftliche Ergebnisse der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften der DDR in Bad Salvadisberg flossen unmittelbar in die Gesetzgebung des Ministerrats der DDR ein. Zweitens, meine solchen Schriften bezeichnen dauerhafte Systemnähe. Können Sie durchaus in meiner Akte OBK-Anhänger nachlesen, in der ein Irrtum Staatsorgane und des MFS beschrieben wird, mich zur Wahl als Bürgermeister der Stadt Radebeul zuzulassen. Und die rasche Amtsenthebung geplant war. Drittens, mir wird vorgeworfen, dass ich bei Hochwasser 2013 die Stadt im Stich gelassen hätte. Ich habe mit Herrn Otto abwechselnd ab Sonntag, den 2. Juni, bis Mittwoch, den 5. Juni, dem Ende der Katastrophenstufe, die örtliche Gesamtführung ausgeübt. Am 6.6. erfolgte die Festlegung der Schritte der Evakuierung und Wiederinbetriebnahme der städtischen Infrastruktur. Am Freitagabend, das war der 7.6., waren die Straßen wieder uneingeschränkt befahrbar. Es begann die Entrümpelung, vor allem aus Wohnungen, großen Schaden genommen hatten. Eine Anreise zur internationalen Konferenz in Budjanowsk begann mit dem Abflug am Samstagmittag. Da waren alle notwendigen Entscheidungen getroffen. Ich habe mich öffentlich dafür entschuldigt, dass ich mangelnde Sensibilität für die Probleme der geschädigten Hochwasserkatastrophe hatte. Ich bin aber nicht im Hochwasser abgereist, wie immer noch behauptet wird. Und ich stehe zu meiner Entschuldigung. Viertens. Zu unserem gemeinsamen Ärgernis des fehlenden Baubeginns an der Mühlgrabenbrücke habe ich mich im vorderen Teil des Berichtes bereits geäußert. Fünftens. Die Mitteldeutsche Zeitung hat dem Stadtrat und der Stadtverwaltung bestehende Zustände in der Grundschule Zeitz ausgerufen, ohne eine Stellungnahme der Stadtverwaltung einzuarbeiten. Unsere jahrelange gemeinsame und partnerschaftliche Zusammenarbeit von Stadtrat, Stadtverwaltung, Schule und Öffentlichkeit wurde missbilligt gebracht. Dadurch wurde ein Teil des Vertrauens der Zeitzer Bürgerschaft in ihren Stadtrat und die beschäftigten Stadtverwaltung erschüttert. Aber wenn ich gehen muss, halten Sie bitte für Zeitz zusammen und bleiben Sie sehr fleißig und gut engagiert für diese Stadt. Wir haben gemeinsam richtige und zukunftsträchtige Entscheidungen für eine dauerhafte zweizügige Grundschule in Zeitz Ost getroffen. Das ist keine Sinn macht, in den Gebäudebereichen, die unserem Förderantrag im Programm zuzurechnen sind, Einzelmaßnahmen durchzuführen, wo der dauerhafte Nutzwert fraglich ist, wurde keinesfalls reflektiert. Die Medien berichteten von Tatenlosigkeit und Ignoranz der Probleme. Hätten wir anders entschieden, wären wir wieder mal ein Fall des Schwarzwald-Steuerzahler geworden. Als die Probleme mit dem Bäuerlichen Kinderhaus und dem Kindergarten in keiner bekannt wurden, war keiner noch eigenständige Gemeinde. Die Bauabnahme war eine Entscheidung der örtlichen Verantwortungsträger. Vielmehr
also die Stadt seit 2009 in Vorbereitung der Gebietsänderung bereit erklärt, den Eigenanteil für die Förderung der Schuldsanierung zu übernehmen, weil keiner nicht mehr in der Lage war, die eigenen Aufgaben zu finanzieren. Keiner war neudeutsch insolvent. Der Stadtrat hat diese Insolvenz eingegliedert, vermögens- und insolvenzrechtlich gesprochen saniert. Sechstens. Wir haben 2011 gemeinsam den städtischen Haushalt mit Schmerzen konsolidiert und seitdem in jedem Jahr einen ausgeglichenen Haushalt beschlossen. Vor allem bei der Planung nicht erkennbare äußere Einflüsse haben es uns beschert, dass das Ist schlechter ausgefallen ist. Geplant hatten wir den Ausgleich auch der Abschreibung. In Ist würde dies zu einem Defizit, welches wir geschlossen gegen das Eigenkapital zu führen. Die Anmeldung von Ausgaben von der Haushaltsplanung 2016 liegen im Ergebnisplan etwa 5 Millionen Euro über dem Haushaltsausgleich. Im Investitionshaushalt beträgt der Mehrbedarf aus den Anmeldungen etwa 2 Millionen Euro. Es ist der Zustand, der ja jedes Jahr bestand und dann doch durch Einsparungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich geführt wurde. Dabei hatte ich auch persönlich eine hohe Verantwortung übernommen. Abstriche zu den Bedarfsmeldungen waren nicht zu vermeiden. Jedenfalls konnten wir seit 2011 die Beschlussfassung eines neuen einschneidenden Haushaltskonsolidierungskonzeptes gemeinsam verhindern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verabschiede mich aus diesem Gremium in dem Bewusstsein, als 13 Zeit viel für die Stadt bewegt zu haben und von ihnen genehmigt auch bewegen durfte. Ich gehe in dem Bewusstsein, immer da gewesen zu sein, wenn die Stadt mich brauchte. Ich habe jetzt Zeit gewohnt und war Zeitzer. Es waren oft mehr als 80 Arbeitsstunden die Woche. Tief in der Nacht habe ich Hinweise für Verwaltungsentscheidungen via E-Mail an Mitarbeiter gemeldet. Dieses Engagement wollte ich gerne umsetzen. Es ist mir nicht vergönnt. Vielen Dank für Ihre Partnerschaft. Vielen Dank für Ihre Freundschaft. Wir haben uns manchmal in der Sache gestritten, was auch wichtig war. Wir haben uns niemals menschlich gezweigt. Das ist für eine Stadt sehr wichtig. Bringen Sie bitte meinem Nachfolger Vertrauen entgegen. Ich freue mich auf viele zukünftige Begegnungen in den Zeitungen und Ihnen. Ich werde Zeit nicht wirklich verlassen. Ich bleibe in meiner Art hier. Meine Überzeugung ist es aber auch, dass ich mich dann als ehemaliger Oberbürgermeister nicht mehr in die Stadtpolitik einmischen werde. Dies habe ich nicht in Rhein-Beul, nicht in Wittenberg getan. Das werde ich auch in Zeit nicht tun. Abschließend möchte ich bei allen Mitstreitern im Stadtrat, in der Stadtverwaltung, in der Bürgerschaft, in der Wirtschaft, auch bei der Unterstützung außerhalb der Stadt Zeitz ganz herzlich bedanken. Ich werde aber die weiteren Entwicklungen verfolgen und immer dann, wenn Sie mich einladen, der Einladung möglichst auch folgen. Einfach anhaltlich gesagt, bis denn. Ich bedanke mich beim Oberbürgermeister für den guten Bericht und den ehrlichen Abschiedsreden. Ich komme zu den Tagesordnungspunkt 8, Anfragen zum Bericht. Gibt es Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 8. Den Tagesordnungspunkt 9, Ernennung eines Ortsmehrleiters. Die Ernennung wurde
mit Grün ja, Grün nein und Grün enthalten für geschlossen. Noch ein Hinweis, in der Beschlussvorlage haben Sie gelesen, dass die Anhörung des Kreisbrandmeisters zwischenzeitlich zu erfolgen hatte. Sie ist erfolgt und er hat seine Zustimmung erteilt zu dieser Ernennung. Das möchte ich noch nachtragen. Damit können wir noch schließen. Dankeschön. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wir haben die Ernennung Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Darstellung. Das ist einstimmig, 32 Ja-Stimmen so beschlossen. So, wir rufen als nächstes die Kameraden Jens Gröbe und André Flemming ebenfalls nach vorne, die wir heute in ihre Ämter einsetzen wollen. Und wenn die entsprechenden letzten Qualifikationsschritte noch eingeleitet worden sind und bestätigt wurden, dann werden wir auch dann die endgültige Ernennung vornehmen können. Bitte kommen Sie beide nach vorne. Herr Jens Gröbe wird mit Wirkung vom heutigen Tag, vom 17. März 2016, für die Dauer von 2 Jahren in das Amt des stellvertretenden Leiters der Ortswehr Zangenberg eingesetzt. Und Herr André Flemming wird mit Wirkung vom heutigen Tag, vom 17. März 2016, für die Dauer von 2 Jahren in das Amt des stellvertretenden Leiters der Ortswehr Theißen eingesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Meine lieben Kameraden der Feuerwehr Theißen und der Feuerwehr Zangenberg.
Handwerk. Ich gratuliere Ihnen natürlich ganz herzlich im Namen des Stadtrates zu Ihrer Ernennung und ein ganz großes Dankeschön für Ihre Tätigkeit im Kernamt und der Feuerwehr. Jeder von uns weiß, wie wichtig diese Arbeit für unsere Bürgerinnen und Bürger ist. Und dafür ganz herzlichen Dank. Und natürlich als Ortsbürgermeister von Theißen bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Mühlenicke und bei Herrn Flemming, die die Leitung unserer Ortswehr übernommen haben und ich denke genauso gut weiterführen werden, wie es der vorherige Ortswehrleiter und der Feuerwehr das gefördert hat. Ganz herzlichen Dank. Ich schließe damit den Dank zur Diskussion. Umsetzung der Maßnahmen der Städtebauförderung, städtebauliche Denkmalschutz und aktive Stadt und Ortsteilzentren. Im Kostenrahmen der bewilligten Fördermittel ist einschließlich Programmjahr 2015 in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 Stand 27.01.2016. Vorberaten und beschlossen im Bauausschuss 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Im Haupt- und Wirtschaftsausschuss ebenfalls vorberaten und beschlossen 8 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung. Gibt es Redeanträge? Herr Schmitzke, bitte. Leider nicht erfolgt, sondern wir
durch die Aufstockung des Kassenkredites, der mittlerweile 7 Millionen Euro über der zulässigen Größenordnung liegt, geleistet. Das heißt, wir hatten keinen ausgeglichenen Haushalt, sondern über den Kassenkredit haben wir unsere Defizite finanziert. Wir hatten immer erst im Dezember nach vielen Hin und Her des laufenden Jahres sowas wie eine Quasi-Bestätigung unseres Haushaltes, weil wir genau diese Situation nicht geleistet haben. Und ich komme zum Ende, weil einige meinen, das gehört doch überhaupt nicht zu unserem Thema. In dieser Vorlage steht nur, dass wir rund 500.000 Euro nicht in Anspruch nehmen können, weil wir nicht in der Lage sind, die zu notwendigen Einnahmen aufzubringen. Und unser Ansatz war, dass wir diese Vorlage einfach zurücknehmen und es dem neuen Oberbürgermeister an die Hand geben, sich erstmal einen finanziellen Überblick zu schaffen und nicht doch zu versuchen, dass es möglich ist, dieses eben zu finanzieren. Denn ich denke, das ist in unser aller Interesse. Dem wurde inhaltlich begegnet vom Oberbürgermeister, der ist gerade so, dass wir davon ausgehen, dass unser Antrag überhaupt keine Mehrheit finden wird. Wir werden also diesem Verfall der Haushalts- und der Fördermittel zustimmen. Und ich hoffe aber, dass wir alsbald in eine Haushaltsdiskussion 2016 einsteigen können, damit uns endlich bewusst wird, vor welchen finanziellen Scherbenhaufen wir stehen. Danke. So, als nächster, ich bitte, das ist Wien. Als nächster spricht der Amtsmann, bitte alles. Was bekommen wir vom Land? Haben wir nicht.
So, wir wissen nicht, wie insgesamt die Steuereinnahmen sind. Und es gibt noch andere viele Dinge, wo man sagen kann, da bringt uns ein Antrag oder ein Haushalt, bringt uns keinen Schritt weiter, sondern das ist bares Material. Und dann kann ich auch sagen, so einverstanden. Und über den Schuldenstand, ich kann Ihnen sämtliche Zahlen aus dem Kopf sagen, Herr DJ. Und das wissen Sie genauso gut wie ich. Aber wenn hier ein Oberbürgermeister noch so einen Abtritt zu verschaffen könnte, das ist für mich beschämend. So, bitte haben wir noch ein bisschen. Nur wenige Stichworte, weil wir keine einzelne Debatte haben. Erstens, ich habe im Tätigkeitsbericht natürlich über die Anmeldestadt berichtet. Und alle Stadtratsmitglieder wissen, dass wir das jedes Jahr so hatten, dass wir dann in den Runden in der Verwaltung dann die entsprechenden Berichte und Vorgaben haben. Weil wir immer gesagt haben, die Fachbereiche sollen erst einmal alles melden, was erforderlich ist, um dann die Prioritäten sortieren zu können. Hat eins. Zweitens, die Stadt hat in den letzten 7 Jahren nie einen Kassenkredit zur Finanzierung von Investitionsvorhaben eingesetzt. Drittens, wenn im Antrag von Herrn Bizek auf solche Weise die Verwaltung stattgegeben würde, ist die Vorlage bei der nächsten Sitzung unbedeutend, weil die Antragsfrist dann 30.04. ist oder bleibt es nur 31.03. Ein Antrag, der nicht gestellt wird, kann nicht bearbeitet werden. Maßgebend sind hier Vorhaben, die wir alle ausdrücklich gewollt haben, sie wird gefährdet werden, wie die evangelische Grundschule, die hier durchfinanziert ist. Letzte Bemerkung erlaube ich mir. Ich habe 2009 einen Scherbenhaufen übernommen. Das war aber keine Plananmeldung mit einem Defizit, sondern es waren bereits 6 Millionen im Verlustvortrag aus Vorjahren, die nicht bezahlt werden konnten. Das ist ein klitzekleiner Unterschied. Und jetzt haben Sie heute noch Ihren Beitrag mit dieser Nullbrücke erklärt.
dass etwas nicht klappt. Und das will ich heute noch hier nicht diskutieren. Das ist ja fast eine letzte Sitzung. Und jetzt frage ich Sie aber trotzdem, wie wollen Sie denn eine Schuldbrücke begehbar oder befahrbar machen, wenn die Zuführung dort vorgeschlagen wird? Teil 65 Stunden. Haben Sie in Ihrem Abteilung da verhalten, die Zahlen? Ich habe sie nicht verfolgt. Aber die untere Wasserbehörde müsste zu Ende geführt werden. Das ist für mich ein Grund, den man hier nicht zuzustimmt. Das war die Redeanträge. Das kann ich nicht erkennen. Kommen wir zur Beschlussfassung. Der Standort beschließt im Rahmen der gebildeten Förderung bis 2015 die Umsetzung der das Sanierungsziele verfolgten Maßnahmen und den Städtebauer Programmen über den Denkmalschutz und aktive Stadt- und Ortsteilzentren in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019. Wer dem Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt um die Ja-Stimme. Dankeschön. 28 Ja-Stimmen gibt es Gegenstimmen. 3 Gegenstimmen gibt es Stimmenthaltungen. Ich bin mit 28 Ja-Stimmen beschlossen. Sie schließen den Tagesordnungspunkt 10 und rufe auf Tagesordnungspunkt 11. Verkaufsoffene Sonntage 2016. Vorberatung beschlossen im Bauausschuss mit 5 Ja, 0 Nein und Enthaltung. Im Haupt- und Wirtschaftsausschuss ebenfalls Vorberatung beschlossen. Mit 9 Ja, 0 Nein und 0 Enthaltung. Gibt es hierzu Redeanträge? Bitte, Frau Tischendorf. Ich habe dazu eine Frage. Sind die vor kurzem auf dem Sonntag im Dezember mit dem Termin des Weihnachtsmarktes abgestimmt? Steht das schon fest oder fängt dann wieder an? Der 4. Dezember ist Weihnachtsmarkt. Und der 18. Dezember? Nein, ja nicht mehr. Weil die Rückenbank bleibt ja eine Woche, also 10 Tage. Ja, das ist ja gut. Gut, das war dann auch erkennbar war im Wahlkampf, dass Prioritäten möglicherweise anders entstehen können.
können, möchte ich der Prioritätensetzung meines Nachfolgers nicht vorgreifen und habe persönlich keine weiteren Bearbeitungen vorgesehen. Hatten Sie Ihre Niederlage schon geahnt? Heinrich, das ist meine Aufgabe, das mache ich. Sie müssen sich darum kümmern. Herr Kühnchen, bitte nicht noch einmal einen Zwischenruf, sonst erteile ich Ihnen einen Antwort zu. So geht das ja nicht. So. Gibt es weitere Anfragen? Herr Heinrich, bitte. Ich habe hier ein Subdokument 12, ich mache es nicht ganz klar, das ist eine Schlüsselvorlage. Überprüfung der Stadträtinnen und Stadträte an inoffizielle Mitarbeiter, wir lachen schon einige. Beim ehemaligen MFS der DDR, also Fraktion der CDU, die so eben lachen. Ich möchte wissen, wie das Ergebnis ist. Ich habe damals gedacht, meine Damen und Herren, hat sich mal so schön eingesehen, gehe ich nicht. Zwischen sich gegen mich und gesagt, der spielt mal ein zu Bursche. Ja, ja. Wir waren alle dabei. Das ist geklärt. Heute lachen Sie mit dem Herz. Morgen lachen Sie vor was rein. Ich glaube, das ist gut. Ich kann nicht mehr machen. Ich werde leicht unter. Sie nehmen Sie Platz. Ich muss noch mal erwarten, dass jeder Stadtrat sich an die Disziplin zu halten. Das ist heute nicht gerade der Fall, wo wir sagen können, das ist eine ordentliche Sitzung. Wir versuchen hier langsam die Sache aufrufen zu lassen. Ich sage es mal so. Das lasse ich nicht zu. Ich muss aber wirklich mal zu einer anderen Maßnahme ergreifen. Dann muss ich die andere Maßnahme ergreifen. Zu Ihrer Anfrage, Herr Heinrich, wenn Sie mich nicht unterbrechen, gebe ich Ihnen Antwort. Ich bitte darum, der Sonderbeirat, der vom Stadtrat dazu beauftragt worden ist, hat gedacht, dazu gibt es ein Protokoll, aber diese ganze Angelegenheit ist noch nicht beendet in der Bearbeitung. Dazu sind noch Unterlagen nachgefordert worden. Und wenn das alles abgeschlossen ist, dann wird der Stadtrat unterrichtet, so wie das die Geschäftsordnung verlangt. Das Beirat ist nicht möglich. So. Wenn es keine weiteren Anfragen gibt, doch, Herr Helm, ich bin. Doch, ich will jetzt noch mal diese Frage hier gestellt. Soweit ich weiß, hat dieser Ausschuss von unserer Abwendung, dieser Ausschuss Soldaten, und dann wird Stillschweigen gewahrt. Was ist denn jetzt nach außen gedrungen? Ich verstehe hier die Welt nicht mehr. Warum halten sich einige Stadtrat nicht an das, was dieser Stadtrat beschließt? Und zum Schluss, weil es mir gestattet, dem Oberbürgermeister zu danken. Es war eine raue Zeit, wir haben uns zusammengereift. Ich wünsche Ihnen, Herr Oberbürgermeister, noch viel Erfolg in Zukunft und ich werde auch mit unserem neuen Oberbürgermeister hier zusammenarbeiten. Gestatten Sie, das gehört zwar nicht zur Antwort, aber es war noch gut. Aber zum ersten dazu. Ich kann keine weiteren Antworten erkennen. Ich habe jetzt die Frage zum Unterschluss. Es tut mir leid, wenn Sie mit dem Fachgeschlecht eine Schreibe. Ich denke,